has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play, nämlich von The Darkest Dungeon. Ihr seht schon hier oben, unsere Stadt heißt The Let's Play Darkest Dungeon Estate. So, in der ersten Folge werde ich erstmal ein bisschen erklären, ja. Ich habe diese erste Folge eigentlich schon mal aufgenommen, aber dann gab es ein paar Komplikationen. Und dann muss ich jetzt alles neu aufnehmen. Deswegen alles einmal kurz erklären. Wir haben hier einmal Survivalist. Dafür müssen wir aber mehr Quests machen, die wir dann gleich auch eine machen. So, dann gibt es hier einmal Stagecoach. Da können wir neue Rekruten rekrutieren. Ja, die zieht man dann einfach so hier rüber und kriegen dann Level und alles gut. Ich werde es so kurz wie möglich halten, weil ich habe an der ersten Folge letztens eine Dreiviertelstunde gesessen und die werde ich jetzt so auf eine halbe Stunde reduzieren versuchen. Die Taverne. Taverne kann man hier Stress weniger machen, Stress abbauen. Wir gehen zuerst mal zum Helden über, ja? Name kann man hier umbenennen. Da kommt ihr auch ins Spiel, denn ich kann die Helden umbenennen. Ich habe hier schon Konsolenschwein einmal, dann habe ich einmal den Highwayman, den Dieb hier als Katami-LP. Ich habe jetzt noch ein paar andere, aber dafür habe ich die Helden noch nicht. Die kommen dann demnächst. Dann habe ich einmal eine Vestal, eine Heilerin und Stun-Fähigkeitsfrau. Die hat aber noch keinen Namen, ja. Und einmal einen Plagendoktor, der Gift und Stunt.
und ein bisschen bufft, aber der hat auch noch keinen Namen. Und dann kommt ihr ins Spiel, denn ich werde, wie ihr schon gesehen habt, zu jedem Helden eine Heldenvorstellung machen, wenn er einen Namen bekommt. Diesen Namen, den dafür könnt ihr euch bewerben. Das heißt, ihr schreibt einfach in die Kommentare, ja, ich möchte gern ein Plagendoktor sein, ich möchte gern ein Ritter sein, ich möchte gerne ein Dieb sein, ich möchte gerne Heilerin sein, ich möchte gern was weiß ich was sein. Und dann bekommt ihr, dann setzen wir uns in Kontakt, reden über Skype und alles, dann müsst ihr ein paar Sachen einsprechen und eure Geschichte erzählen, wie ihr das schon in der Heldenvorstellung von den anderen gesehen habt. Und ja, dann kriegt ihr den Namen und seid Teil des Let's Plays, wodurch ihr dann auch ein bisschen Werbung bekommt und vielleicht auch ein paar Zuschauer. Und das macht das Let's Play einfach viel lebendiger und für mich mehr spaßhaftiger. Spaßhaftiger? Gibt's das Wort? Weiß ich nicht. So, das Level einmal, ja? Level kriegt man pro Quest immer ein paar EP, 2 EP oder so, dann steckt ihr das Level. Wie man hier schon sieht, ich hatte ja gerade schon eine Quest. Die Anfangsquest, das war nur ein Raum oder so, war nicht spannend, nichts Besonderes, deswegen habe ich die mal eben gemacht. Der Ritter hat schon ein Level und der Dieb hat schon ein Level. Wir gehen gleich auf eine Quest, da nehmen wir wieder alle 4 mit. So, pro Quest, pro Abenteuer kriegt man dann auch immer ein bisschen Stress, wenn man hier dann sieht, bei Konsolenschwein ein Balken, gehen wir mal drauf. Ein Balken hat 4 Stress dazu bekommen und bei Katami LP auch 4 Stress. Dieser Stressbalken, der lässt sich halt in der Taverne oder hier in der Kirche, hier in der Abbey, abbauen. Manche gehen lieber nur in die Kirche und manche gehen nur in die Taverne und manche gehen in beides. Ja? So. Wenn der Stress bei 100% ist, also hier ganz hinten angekommen ist, also einmal immer so Ringe voll sind, ja, nicht ganz ausgefüllt, sondern nur diese Umrandung voll ist, dann hat er 100%, also 100 Stress, sagen wir. Und kriegt dann ein Perk, ja? Dieser Perk kann gut sein, wie hier links, wie Stun Resist oder Quick Reflexes. Oder kann schlecht sein, wie Known Cheat. Der will nicht gamblen in Town. Okay. Dann hat jeder hier so Base Stats. Er hat hier Dodge Feel und so. Konsolenschwein hat hier eher mehr HP. Die Vestal hat hier, keine Ahnung, mehr Damage oder so. Weiß ich nicht. Der hier hat auch, keine Ahnung, mehr HP oder so. Kommt immer drauf an. So, das ist der Held, ja. Den kann man auch noch verändern mit der Farbe und so. Den lassen wir aber erstmal so. Equipment. Das hier ist einmal der Damage und das ist einmal die Rüstung. Der Damage und die Rüstung kann man hier in Blacksmith aufbessern. Das können wir momentan nicht machen, weil wir die erste Quest noch nicht erledigt haben. So, das kann man da aufbessern und das kostet natürlich auch hier unten Geld. Geld kriegt man pro Mission immer ein bisschen. So, machen wir weiter. Das hier sind Trinkets, also Items. Items haben wir jetzt schon 1 auf der ersten Quest bekommen. Redemption, Armlet, das ist leider nur für den Leper. Ja, einen Leper gibt's auch. Der macht jetzt hier plus 15 Damage in Position 1 und minus 3 Virtue Chance. So. Damit haben wir die ganze linke Seite abgebaut. Dann kommen wir zu den Combat Skills. Combat Skills sind einmal die bevorzugte Position, wo er halt die meisten Fähigkeiten anwenden kann. Ja? Er hier hat hier jetzt 4 Fähigkeiten, die kann man dann auch freischalten. Hier in der Gilde kann man die Fähigkeiten freischalten und aufbessern. So. Er hier hat jetzt 4 Fähigkeiten. Einmal Noxious Blast, dann einmal eine Plug, Grenade, dann, keine Ahnung was, ein Buff und der nächste Buff. So, ihr seht jetzt links oben bei dem bei der Fähigkeit 3 weiße Punkte und 2 rote Punkte. Das heißt, diese Fähigkeit kann er nur in der zweiten, dritten und vierten Position einnehmen und kann die nur gegen den ersten und zweiten Gegner verwenden. Die Plug, Grenade kann er nur in der dritten und vierten Position einnehmen, also verwenden und gegen den dritten und vierten von den Gegnern verwenden. Hier seht ihr, das verwendet er gegen beide Gegner, das hier immer nur einzeln, weil die Punkte, die roten Punkte halt verbunden sind. So, das hier gibt es halt bei jedem, also das kann er in jeder Position einnehmen, weil er sich selbst bufft. So,
Damit hätten wir das erledigt. Camping Skills. Jeder Held hat hier halt Camping Skills, immer verschiedene. Er hier hat bei mittel- und langen Missionen kann man halt campen. Da setzt man sich an so ein Feuer, muss etwas essen, kann ein bisschen Stress abbauen und ein bisschen Leben wieder kriegen und kann dann halt ein paar Skills anwenden. Man hat, glaube ich, 12 Zeit, ja. Jede Fähigkeit hier kostet halt Zeit, wie hier die Experimental Vapors. Das kostet halt 4 Zeit, heilt dann 50% von einem und ja, gut. Dann hätten wir das auch. Jeder Held auch, hat auch Resistance, also Resistenzen. Zum Beispiel, er kann zu 20% nicht gestunt werden, vergiftet werden, krank werden. Deathblow ist wichtig am Ende. Warte, erzähle ich gleich. Gemoved werden, also die Position ändern. Zum Beispiel in die erste Position von der dritten kommen oder in die dritte von der ersten oder so. Verblutet werden, gedebufft werden, also weniger Damage auf einmal machen oder was weiß ich was. Oder in eine Falle laufen oder die zu disarmen. So, Diseases sind Krankheiten. Die sind ziemlich krass. Vielleicht hat hier irgendeiner. Nee. Vielleicht, keine Ahnung, minus 50 Leben oder so. Die muss dann hier auch, warte, in den Sanitorium. Muss dann die auch abbauen, damit die wieder nicht, keine Ahnung, damit die verschwinden. Das kostet auch wieder Geld. Und das Geld kriegt man wieder von Mission. Wir waren hier beim Monso. Deathblow. Jeder Held hat hier halt HP. Wenn die auf 0 sinken, kommt er an Death Store. Wenn er dann nochmal Damage kriegt, stirbt er. Die sterben, also nach Death Store, ja, dieser Deathblow, sodass er stirbt, kann er zu 67% resisten, also sich widerstehen. Also, dass es nicht passiert. Ja. Wenn er dann aber an Death Store ist, ja, dann wieder geheilt wird, zum Beispiel von der Vestal hier, dann wird er wieder lebendig und alles ist gut, kann weiterkämpfen, bis er dann wieder an Death Store ist, dann wieder einen Hit kriegt und dann auf einmal stirbt. Dieser Tod ist für ewig, ja, deswegen gibt es hier auch extra ein Graveyard, also das, den Friedhof, wo dann hier die ganzen Helden irgendwann sind. Ganz, ganz viele. Weil bei mir manchmal welche sterben. So. Da haben wir das. Das haben wir erklärt. Das haben wir erklärt. Das haben wir erklärt. Das haben wir erklärt. So, dann gibt es hier einmal noch Incensors Memoirs. Das hier sind einfach nur die Videos, die ganze Geschichte und alles, die wir dann nach und nach freischalten. Gut. Nomadenwagen gibt es noch. Dort kann man Items kaufen. Die kosten dann zum Beispiel 7.000 oder so, aber die kaufe ich eher selten, weil man auf der Mission auch immer welche kriegt. Hier unten rechts sieht man noch die Aktivitäten, was man gemacht hat. Zum Beispiel Konsolenschweine und Katami-LP sind auf Level 1 gegangen und haben die erste Eskorte zu dem Hamlet, also zu diesem Dorf hier, absolviert. Die Quest-Goals, also die Missionsziele sind... zum Beispiel hier die Sirene besiegen, den Swine Prince besiegen und so weiter. Das werden wir dann hinterher auch machen. Das hier ist einmal ein Glossar. Hier werden die ganzen Wörter erklärt, zum Beispiel Bandage oder so. A type of provision used to remove bleed. It also has uses on many dungeon curios. Ja. Hier unten ist das Geld. Dann einmal Brüsten, Porträts. Deeds und Creeds, Crests. Die kriegt man auch auf jeder Mission und die werden dafür verwendet, zum Beispiel hier oben links gibt es einmal einen Verbesserungsbutton und man kann dann hier zum Beispiel die Sting hier verbessern. Zum Beispiel die Nummer der Heroes, die hier angezeigt werden, vergrößern für 3 Crests und 3 Deeds und 4 Crests. Hero Barracks sind hier 4 von 9, da könnte ich 4 von 20 zum Beispiel machen. Das könnte ich auch verbessern. Und Experienced
Recruits sind hier einmal, die sind hier von 0 gestartet und das kann ich halt aufbessern, sodass die dann von 3, Level 3 oder so, dass die dann so krieg. So, wir verbessern einmal das, damit das halt schneller geht. Mehr. Genau. So, das verbessern wir nochmal. Ja, wir haben ja das momentan. Und dann ist gut. Hier links kann man das schnell auswählen. So, Graveyard und so. Da muss man nicht hier immer in die Stadt und dann hier auf das Symbol klicken. Sondern kann links einfach auf das Symbol klicken. So, hier kann man das eintauschen, ja. So die zum Beispiel Brüsten oder die Crests oder so. Zum Beispiel kann ich jetzt ein Porträt für 3 Crests eintauschen. Kann ich hier auf OK klicken. Dann ist hier ein Porträt weg. Und dann habe ich 3 mehr Crests. Machen wir aber nicht. So, das habe ich erklärt. Das hier ist das ganz normale Menü. Ja, ganz normale Menü. Haben wir jetzt auch schon gesehen. So, dann habe ich das ganze Dorf erklärt. Das war jetzt ein ganz Schnelldurchlauf, damit ich das hier ein bisschen schnell runterratte. Falls ihr noch weitere Fragen oder so habt, einfach stellen in den Kommentaren oder so, wie das hier mit den Namen und alles funktioniert. Dann werde ich das auch beantworten. Und ich hoffe, da finden sich auf jeden Fall ein paar interessante Namen. Ja, wir haben ja schon Katami LP, Konsolenschwein und ein paar andere. Aber die kommen dann nach und nach dazu, weil ich momentan einfach noch nicht die Helden habe, die sie wollen. So. Embark. Wir gehen jetzt auf eine Quest. Your work begins. So. Hier kann man jetzt von 5 Orten die Quest annehmen, normalerweise. Einmal Ruins, Warrens, Weald, Cove und Darkest Dungeon. Darkest Dungeon gehen wir nicht, weil das ab Level 6 ist. Wir sind Level 1, 1, 0, 0, ja. Und das ist der schwerste Dungeon im ganzen Spiel. Deswegen war ich da auch noch nie drin. Und wir gehen da jetzt auch noch nicht rein. Vielleicht in Part 100, aber jetzt noch nicht. So, Ruins machen wir jetzt. Jeder Ort hat natürlich verschiedene Spezialitäten, keine Ahnung. Zum Beispiel im Wald ist oftmals so ein Holzhaufen oder so, den man dann wegräumen sollte mit einer Schaufel. Und wenn man das dann nicht tut, dann kann man erstens dann nicht weiter. Und zweitens, wenn man es dann tut, aber ohne Schaufel, dann kriegt man Stress. So, das hier ist jetzt einmal Estate Map, Scout. Also wir sollen unsere... Okay, wir sollen auf die Kreaturen da aufpassen und wir sollen nicht zu weit laufen oder so. So, hier seht ihr einmal dieses Campen. Ich muss null mehr campen, weil das eine kurze Mission ist. Wäre es jetzt eine mittlere Mission, dann müsste ich mindestens einmal campen. Apprentice Level 1 ist für Level 1, ja, oder Level 0 ist halt das Einfachste, was es gibt. Ziele sind 90% der Räume erkunden. Rewards sind einmal die Belohnungen, also 3000 Gold, 4 Crests und 1 Stance Down. Das kriege ich, wenn ich das absolviert habe. So, jetzt seht ihr hier unten die 4 Raster. Da packen wir jetzt, warte, damit ihr das alle nochmal kapiert. Ja, jetzt ist er automatisch schon drin, ist mir egal. Konsolenschwein, gucken wir mit Rechtsklick. Hier Preferred Position 1 und 2. Da kann er halt die meisten Fähigkeiten anwenden. So, Konsolenschwein tun wir deswegen auf 1, weil er halt auch viel Leben hat und alles. Alles gut. Katami LP 2 und 3 tun wir in Position 2, weil er halt auch viel Damage noch drückt und ausweichen kann. Ist super. Glanville, also die Vestal, die Heilerin, tun wir in 4. Ja, wir tun es da rein oder wir packen sie da rein. Wir packen sie in Position 4. Also da auch heilen kann und alles. Position 3 meine ich natürlich. Position 4 wird der Plagendoktor sein, denn dort kann er auch die meisten Fähigkeiten anwenden. Alles klar. So, jetzt haben wir hier Red Hook. Ja, manchmal kriegen die noch so einen coolen Namen. Red Hook. Und wir gehen auf Provision. Und alles ist gut. Later in blood. So, jetzt können wir hier für unsere Abenteuer ein paar Sachen kaufen. Manche Helden wie die Vestal und der Plagendoktor. Der Plagendoktor hat hier zum Beispiel Anti-Venom immer dabei. Also jeder Plagendoktor hat automatisch immer ein Anti-Venom dabei. Die Vestal hat automatisch immer ein Holy Water dabei.
das Resistance, warte, das, weiß jetzt gerade nicht mehr, was macht, aber ihr konntet es ja lesen, das hier ist einfach das Gegengift für Vergiftungen. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Food, also ein bisschen Essen, damit wir dann gleich auch essen können. Wir brauchen jetzt nur 12. Wir können hier nicht unendlich viel mitnehmen, weil jetzt hätten wir nur noch 6. Und dann hätten wir kein Food mehr, aber mehr brauchen wir als, auch nicht als 12. Das kostet natürlich als Geld, ja. Deswegen sollte man auch immer aufpassen, was man mitnimmt. Wir nehmen eine Schaufel mit. Wegen halt den besagten Steinen im Weg oder so. Anti-Venom haben wir schon dabei. Bandage brauche ich nicht. Um Blutung zu versorgen, brauche ich einfach nicht. Medicinal Herbs ist, um Debuffs zu verhindern, eher gesagt, um Debuffs zu beseitigen. Das brauche ich nicht. Das kümmert mich jetzt nicht so krass. Wir hätten ein Key, ja, für eine Truhe zu öffnen oder so, aber das brauche ich mir momentan auch nicht. Holy Water haben wir auch schon. Und Torches brauchen wir auch ein paar. Ja, damit wir einfach ein paar dabei haben. Nehmen wir mal 10 Stück mit und begeben uns auf die Mission. So, da sind wir in der Mission. Jetzt müssen wir 90% der Räume erkunden. Ja, wir könnten also hier so lang gehen und das hier einfach auslassen. Oder wir könnten das hier auslassen. Oder wir könnten das hier auslassen. Und ja, also 90% einfach nur erkunden. Und dann kann es hier halt passieren, dass wir auf dem Weg zu zum Beispiel dem ersten Raum jetzt hier direkt einen Kampf erfahren. Oder da, oder da, oder da. Oder da eine Falle ist. Oder da eine Truhe ist. Oder da ein Zelt steht, wo Sachen drin sein könnten oder so. Deswegen muss man da immer aufpassen, dass die Helden sterben oder so und immer bereit sein. Das Licht hier oben ist wichtig, ja. Das kann man mit der Torche auffüllen, wenn man das Licht nicht hat, ja. Dann sinkt die Scouting-Chance und dass die Monster surprised sind. Und es steigt die Chance, dass wir überrascht werden und dass wir mehr Damage kriegen und wir mehr Stress kriegen und alles. Also wird das als schwerer. Man kann auch hinterher mal machen, dass man ohne das Licht macht, ja. Dann nimmt man einfach gar keinen Torch mit und sinkt das hier. Das wird dann aber halt auch schwerer und auch eigentlich unnötig schwer, ja. So, wir gehen jetzt zum ersten Raum und da habt ihr schon gesehen, er hat ein bisschen Stress gekriegt, weil er diesen Ort einfach nicht mag. So, ihr seht jetzt hier das erste Item, eine unverbrannte Fackel. If only treasure could staunch the flow. Otherworldly corruption. Genau. Ja, das können wir jetzt einfach mitnehmen. Haben wir es. Jetzt können wir es nicht mehr anklicken. Das Item ist weg. Gut. Wir gehen in den ersten Raum. Und die ersten zwei Gegner sind da. Mein Gegner ist relativ wichtig. Bevor ich jetzt angreife. Die fette Musik ist da. So. Zwei Gegner. Bone, Rebel, also Skelette. Einfach nur. Unholy, manche haben halt spezielle Effekte auf Unholy oder so, zum Beispiel mehr Damage oder so, keine Ahnung. Das hat 0 Dodge, 1 Speed, relativ langsam alles und hat auch Resistance. 10 Stun, 10 Bleed, Blight, 200 Bleed, 15 Debuff und 10 Move. Das heißt, die Skelett, auch dieses Skelett, kann nicht verbluten oder blutig gemacht werden. Wie heißt es nochmal? Dass sie bluten, ja? Dann haben die 8 HP und noch keine bekannten Skills, ja. Das kriegt man dann hinterher als erfahren und so. Und als ist gut. So, wir machen unsere erste Attacke, Noxious Blast. Auf den zweiten, das vergiftet den hoffentlich genau. Cool. So, die könnte jetzt heilen, allerdings haben wir keinen, keinen, der verletzt ist. Deswegen macht die bitte mal Judgment. Oder Dazzling Light. Wir machen Dazzling Light. Bam. Und er ist gestunt. Gestunt ist super. So. Er hier macht Grape Shot Blast. Da nimmt er halt die ersten 3 rein. Ja. Trifft die alle. Da es nur 2 Reihen sind, trifft er halt nur 2. Er trifft auch nur 2. Und nice. Hittet die. So. Victory. 350 Gold. Cool. Genau. So.
weil ich das Spiel schon kenne, schauen wir mal eben hier. Der Highwayman hat eine Fallenchance zu disarmen zu 90%. Und da diese Truhe eine Falle sein könnte, nehmen wir den mal. Wir könnten hier auch die Western nehmen mit 50%. Allerdings nehmen wir lieber den mit 90%. Nehmen ihn, open wie Chest. Und kriegen da eine Schaufel, einen Jadestein und eine und 4 Crests. Den Jadestein, den verkauft man am Ende der Mission und kriegt dafür Gold. So, wir sehen hier schon, wir haben gerade gescoutet. Das passiert immer zufälligerweise. Im ersten Abschnitt des Ganges ist nichts. Dann kommt ein Obstacle, also ein Item zum Beispiel. Wie man hier sieht, wird es eine Bücherreihe sein oder so. Hier kommt wieder nichts. Dann kommt da ein Kampf. Und in den Raum an sich ist gar nichts. Deswegen gehen wir jetzt einmal weiter. Ah, das Obstacle ist... Das Obstacle ist keine Bücherreihe, sondern, wie gesagt, Dreck, das einfach mal so im Weg liegt. Wir könnten jetzt einfach so das wegnehmen, dann würde der Stress aber auf 20 oder so hochschnellen. Also nehmen wir die Schaufel, um das zu entsorgen. So. Wir nehmen mal eben noch eine Fackel. Er hat wieder ein bisschen Stress. Und da kommt der Kampf. Hier sehen wir jetzt, der hat ein Schwert und alles. Er hat mehr HP, mehr Resistance und so weiter. Das ist genau das gleiche wie gerade. Und das ist eine Frau, Kultist Acolyte oder so. Die macht uns einfach nur Stress. Wir nehmen wieder Grape Shot Blast. Er macht viel Damage. Schön Katami LP. Die Plague Grenade auf die da hinten. Die ist vergiftet und kriegt jetzt pro Runde, wo sie dran ist, immer etwas Giftschaden. So, die macht uns jetzt ein bisschen Stress. Was 20 ist, ist ziemlich viel. Und er greift an. Treu ist jetzt nicht so viel bei Konsolenschwein. Deswegen geht das noch. Er hat hier 1 Damage bekommen, er hat 3 Damage bekommen. Deswegen könnten wir hier jetzt healen. 5 haben wir geheilt. Super gemacht, Wespel. Schön. So, den töten wir, ja. So, wenn der zu Ende gelabert hat, dann kann ich auch weiter erzählen. Hier ist jetzt eine Leiche gekommen, ja. Wenn man einen tötet, kommt eine Leiche. Wenn man einen mit dem Gift tötet, kommt da keine Leiche und die verschwindet einfach nur. Diese Leiche könnte man jetzt weiter angreifen, dann kriegt die halt Damage. Die hat jetzt noch 7 Leben, ja. Eine Leiche hat 7 Leben, ergibt keinen Sinn, aber die hat 7 Leben. Ja, die blockiert einfach nur einen Platz und macht eigentlich gar nichts. Ja, die kriegt auch immer Damage pro Runde. So, was gibt's noch zu leicht zu sagen? Genau, die könnte man jetzt auch vergiften und alles, aber macht eigentlich keinen Sinn, weil die ganzen Leichen am Ende des Kampfes eh verschwinden. So, Grapeshot Blast. Nice. 2, 3, 5. Guck, die verschwindet deswegen jetzt. Deswegen liebe ich meine. Er baut ein bisschen Stress ab und wir kriegen wieder Belohnungen für diesen Kampf. Super. So. Gehen in den nächsten Raum. Hier haben wir ja gesehen, hier ist gar nichts dran. Jetzt scouten wir wieder, zufälligerweise. Sehen hier, hier ist eine, warte. So. Move to this room, battle with treasure. Das heißt, with Curio. Hier wäre zum Beispiel eine Statue mit geweihtem Wasser oder so, wo man dann die Debuffs oder so wegmachen kann. Das brauchen wir aber nicht, weil wir keinen Debuff oder so haben. Deswegen gehen wir in diesen Room, in diesen Raum, wo uns eine Belohnung erfährt und mit Gegnern. Ja? So. Whistles, er flüstert irgendetwas, sieht den Rucksack und nimmt alles. Das ist bei Konsolenschwein im Scheiße. Der hat, ich muss mal eben was trinken, die Quirks, ja. Einmal Warrior of Light, das heißt, er macht 10 Damage, wenn die, wenn das Licht über 75% ist, glaube ich. Und in town will only pray for stress relief, also er wird nur beten für den Stressabbau. Und er stiehlt manchmal einfach Items, ja. So ein Rucksack oder so hat,
glaube ich, zu 0% die Chance, irgendwie eine Falle zu sein. Er kann höchstens leer sein, aber ansonsten kann er nur Gutes enthalten. Ja, und Konsolenschein wird einfach manchmal die Items nehmen, weil er geil drauf ist. So, wir gehen in den Raum. Wir wissen ja, uns erwartet da ein Kampf. Ein relativ starker Kampf, aber der ist, die Gegner sind überrascht. Deswegen können wir da einmal die Black Grenade drauf machen auf die hintere. Die ist vergiftet und wir feuern direkt mal 3 Kugeln hinterher. Oh, er hat verfehlt. Karte mir LP, was ist da los? 7 Damage jeweils. Schön. Destiny Knight. Stunt ihn bitte noch. Ah, er hat resisted. 25%. Oh, relativ wenig, aber krass. So, er ist jetzt gedebufft. Und er blutet. So. Die möchte die jetzt nach vorne holen. Schafft es auch. Manchmal resistet die das halt. Und sie kriegt wieder Damage. Und möchte den Stress von Konsolenschwein hochpacken. Und er feuert mal bitte und tötet zumindest einen. Ja? Die da stirbt jetzt. Deswegen wird er den da mal eben vergiften. Genau. Und er stirbt auch. Siehst du, jetzt kommt da keine Leiche, weil er halt durch ein Gift gestorben ist. Und nicht durch unsere Hand, sondern durch ein Gift. So. Wir buffen uns jetzt selber, weil sie durch diesen 4 Damage pro Runde, wo sie dran ist, selber stirbt, weil sie nur noch 1 HP hat. Deswegen buffen wir uns selber. So, und die macht mal eben das. Gedodged, okay, passiert. Hier oben sieht man immer die Rundenanzahl, ist momentan die 3. Runde von dem Kampf. Und er kann jetzt eigentlich hier sich auch buffen. Oder, warte. Okay. Ey, cool. Das habe ich noch nie eingesetzt. Krass. Hier haben wir jetzt Rubine, Geld und 2 Deeds. Nehmen wir alles. Tun die Weste wieder in die 3. Reihe. Weil ansonsten kann sie hier einfach nicht diese Fähigkeiten hier einsetzen. Weil in der 1. Reihe bringt sie eigentlich fast gar nichts. Das ist wichtig, weil die ist unsere Heilerin, die beste Heilerin im ganzen Spiel. Und wir öffnen mal bitte diese Truhe. Es ist eine Falle. Und wir sind am Bluten. Aber 2 Damage pro Runde geht noch. So, wir gehen weiter. Ja, wir kriegen ein bisschen mehr Stress. Und da war eine Falle, die ich aber noch nicht gesehen habe. Ja, ist gut. Auf dem Boden sind manchmal Fallen oder so. Die sehe ich manchmal nicht. Manchmal schon. Keine Ahnung. Und meine Helden sehen die manchmal. Dann kommt hier so ein lilanes Symbol und sagen ja so, Achtung, Achtung, vor mir ist eine Falle. Du solltest sie wohl besser entschärfen. Aber die habe ich jetzt nicht gesehen. Deswegen sind wir reingelaufen und er konnte nicht resisten. Also ist er reingelaufen und ja, hat Damage gekriegt und Stress-Damage und alles. Was auch wieder unnötig war. So, wir können die Helden jetzt mal eben heilen mit Essen. Ja, ist wichtig, aber nicht alle, ja. Wir scouten mal eben wieder. Hier sehen wir, das ist das Fallensymbol. Das wäre eine Falle am Boden. Und im nächsten Raum wäre jetzt auch wieder nichts. Da ist wieder ein Rucksack. Den öffnen wir. Genau. So, da sind 6 Essen und 125 Gold drin. Sollten mal wieder eine Fackel anmachen, weil ansonsten wird es zu dunkel und wir kriegen zu viele Debuffs da oben. Jetzt haben unsere Helden alle Hunger. Ja, Hunger ist wichtig oder eher scheiße, denn das verbraucht Essen. Die kriegen alle 5% des Lebens wieder. Und wenn ich kein Essen habe und hungern muss, dann kriegen die alle 20% Damage plus mehr Stress. Und das ist scheiße, weil die kriegen dann echt viel Stress und das wäre echt unnötig. Deswegen essen wir. Deswegen sollte man auch immer zumindest 4 Essen oder so immer parat haben. In diesem Raum ist wieder nichts. Jetzt kommen wir zum letzten Raum. Da ist wieder eine Truhe mit einem Kampf.
Und dann hätten wir die Mission auch schon abgeschlossen, denn wir brauchen ja nur 90% der Räume und nicht 100%. Deswegen können wir den einen Raum da auslassen. Da ist wieder so ein Rubble. Das können wir wieder entsorgen. A blazing star is born. Genau. Wenn wir alle Sprüche mal durchgehört haben, dann werde ich die Untertitel auch ausstellen, weil die dann sich irgendwann wiederholen und immer hier dieses Interface und alles blockieren. Was mich dann persönlich selber ein bisschen stört. So. Schaufel, weg damit. Die isst mal bitte was, weil jetzt kommt der letzte Kampf. Jetzt können wir alles Essen aufbrauchen. So. Damit keiner stirbt. Genau, das wird jetzt nochmal der härteste Kampf, glaube ich, bisher. Und er vergiftet mal bitte. Geil, sogar beide, super. Komm schon, Katami LP. Ich möchte mal gerne wissen, ob ich den Namen richtig ausspreche. Katami oder Katame? Ob das Englisch einfach ist oder einfach Deutsch. Könnte ja dein Nachname oder so sein, was weiß ich. Und dann möchte ich einfach die Aussprache wissen. So, was machen wir? Wir machen Judgment. Auf den da, weil ich möchte keinen Stress. Und, wow, nice. Schön. So. Und er hier tötet mal bitte die. Ah, cool. Oh, gedodged. Schön, Katami LP. Ja, die Leiche kriegt jetzt immer wieder Damage, weil sie halt vergiftet ist. Eine Leiche ist vergiftet, das ergibt irgendwie keinen Sinn, aber ist halt so. So. Null Damage, aber vergiftet. Schön. So, und er hier tötet mal bitte den da. Boah, Elver Crit. Schön. Super. Na, 3 Damage ist nicht schlimm. Und er hier tötet mal bitte den hier vorne. Schön, schön. 10 Damage ist super. Für Level 1 ist 10 Damage schon echt viel. Wir haben die Quest completed. Allerdings werden wir mal eben noch weiter erkunden. Die geht mal eben noch dahin. Und der da öffnet mal bitte die Truhe. Cool. Ja, 8 Hero. Nee, Quest, genau. So, jetzt klicken wir hier oben drauf auf Quest Complete, gehen in die Stadt zurück, verkaufen jetzt mal eben, hier ist ein kleiner Zwischenbericht, hier seht ihr, das war die Mission Scout, die Belohnungen sind die 3, wie wir gerade schon erfahren haben. Hier ist das Geld, was wir hier durchkriegen, durch die ganzen Fackeln, die wir noch hatten, die das Gegengift und so, die das Geld und der Jadestein. Wir verkaufen selber Geld, das ist ein bisschen komisch, aber okay. Und die ganzen Quests und so und Deeds und Boosten und so haben wir auch eingesammelt. 20 Quests sind schon relativ viel für den Anfang. Und jetzt gehen wir auf Weiter. Jetzt seht ihr, hier kriegen die alle Erfahrung. Die haben jetzt alle 2 Erfahrung gekriegt. Sind ein bisschen im Level aufgestiegen. Die sind ein ganzes Level gestiegen. Hier seht ihr diesen Stress, den sollten wir jetzt gleich auch noch abbauen. Weil ansonsten wird er verrückt und kriegt einen Quirk, der vielleicht auch böse ist und das wäre nicht so gut. Auf einer Quest kriegt man immer vielleicht Quirks, ja. Die 2 haben jetzt keinen bekommen, keine Ahnung wieso, ist einfach unterschiedlich. Die Vessel hat jetzt Mercurial bekommen, minus 5% Virtue Chance, minus 1 Speed und 10% Damage, wenn es nicht über 75 ist. Genauso wie Konsolenschwein hat. Wir gehen zurück in die Stadt. Und ich muss sagen, ich bin relativ schnell durchgekommen, weil ich habe jetzt 10 Minuten weniger gebraucht als beim ersten Versuch. Und wir haben jetzt die Taverne freigeschaltet und die Abbey. So, Taverne einmal. Nee, das ist die Abbey. Bla. Genau, hier kann man den Stress abbauen, dieser Typ da. Der ist einfach, keine Ahnung wo, der ist immer irgendwo da und blockiert einfach diesen Platz. Das Kloster ist, baut ein bisschen Stress ab, also zum Beispiel so wenig. Das Transept, keine Ahnung was das genau ist. Baut mittel viel Stress ab, also vielleicht so viel, vielleicht noch ein bisschen weniger, also vielleicht nur so viel.
Und die Penance Hall, die baut alle Stress ab, also viel, also 100. Und dort sollten wir den Typen jetzt erstmal reinsetzen. Das kostet natürlich alles Geld und die sind für eine Mission gesperrt. So, das sieht man auch daran, dass den können wir jetzt nicht mehr benutzen. Für diese eine Mission. Taverne kann man auch ein bisschen Stress abbauen. Genau. Dort könnte man jetzt zum Beispiel ein bisschen Stress von der hier abbauen, hier oben reintun, aber der Stress, der kümmert mich jetzt nicht so wahnsinnig doll. Deswegen lassen wir das einfach mal und schauen mal eben hier rein. Ich glaube, mit der nächsten Quest können wir hier auch Sanatorium, die Gilde und den Blacksmith und hier Nomadenwagen freischalten und können das auch noch vorstellen. Wir können hier mal eben noch die nächsten Dinger hier reinpacken. Die verändern sich immer nach jeder Mission. Deswegen sollte man so schnell wie möglich das machen. So. Bounty Hunter. Wir schauen uns mal eben als an. Ein Houndmaster. Okay. Der hat mit Hunde und alles zu tun. Und noch ein Houndmaster. Alles klar. Aber wenn wir dann nächste Folge haben werden, also geholt haben, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Denn für heute ist Schluss. Ihr schreibt bitte fleißig Kommentare, wie ihr das findet. Ob ihr einen Helden haben wollt mit euren Namen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Falls noch Fragen bestehen, einfach in die Kommentare tippen. Und ein Like da lassen. Dislike meinetwegen auch. Und ein Abo am besten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder oder so. Bis dann. Haut rein. Ciao.